Hallo, liebe Kinder, herzlich willkommen in Wir bleiben zu Hause Kindergarten. Ich bin Skippy und zeige euch in den folgenden Videobeiträgen, was ihr alles sonst noch zu Hause machen könntet und natürlich noch vieles mehr. Lasst euch einfach überraschen. Tschüss! Liebe Kinder, heute Morgen begrüße ich euch ganz herzlich zu einem Corona-Experiment. Corona hat bestimmt schon jeder von euch gehört. Das sind ganz böse Viren und die gilt es jetzt zu bekämpfen. Und damit ihr mal seht, wie die Viren so funktionieren, habe ich mit euch ein kleines Experiment vorbereitet. So, dazu braucht ihr nicht viel. Zum einen einen Teller mit etwas Wasser. Ich habe hier einen ganz normalen Essteller genommen mit ein wenig Wasser drin, wie ihr seht. So. Und unsere Viren, das ist heute der Pfeffer. Das sollen die Viren sein. Die nehmen wir jetzt mal und streuen unsere Viren mal in das Wasser. Nehmt ruhig ein bisschen mehr. So, ihr seht, überall schwimmen nun unsere Viren auf dem Teller. Was machen wir jetzt? Jetzt nehmt ihr mal euren Zeigefinger und tippt ihn mal in das Wasser. Was ist passiert? Nicht viel. Aber wenn ihr mal ganz genau schaut, wie viele Viren jetzt an euren Fingern kleben. Ja, wie bekommen wir die wieder weg? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar durch richtiges Händewaschen. Ich möchte euch heute einfach mal mit diesem Experiment zeigen, wie es aussieht, wenn man sich die Finger gut gewaschen hat, was die Viren dann machen. So, also noch einmal. Hier seht ihr, alle Viren kleben jetzt an meinem Finger, den ich ja nicht gewaschen habe. Jetzt nehmt ihr aber ein bisschen Geschirrspülmittel und tropft es auf euren Finger. Und nehmt den Finger wieder und haltet ihn nochmal in das Wasser. Und was passiert? Die Viren verschwinden, weil wir uns die Hände gewaschen haben. Genau das passiert, wenn wir uns die Hände waschen, haben wir ganz, ganz wenig Viren an den Händen oder gar keine mehr. Und das ist ganz wichtig, um das Virus zu bekämpfen. Denn keiner von uns möchte diese Viren an den Händen oder überall haben. Ich hoffe natürlich auch, dass dieses Video euch gut gefallen hat und wünsche euch noch eine schöne Zeit und tschüss.